Hiervon brauche ich dann später noch eine Kopie. Kommandant, schon wieder steht das Vaterland in Ihrer Schuld. Danke. Soll das etwa Ihr Ernst sein? Wir haben gesiegt trotz nicht wegen dieses sogenannten Kommandanten. Und wäre ich nicht rechtzeitig da gewesen, dann... Das wäre dann alles, General. Er gefährdete die ganze Operation durch sein hilfloses Zögern. Und das hätte uns fast um den Sieg gebracht. Das wäre dann wohl alles. General Krukow neigt hin und wieder zur Überschätzung seiner Autorität. Eines Tages wird er zu weit gehen. Doch jetzt müssen wir uns mit weitaus gefährlicheren Dingen befassen. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass die Amerikaner an der Fertigstellung einer neuen Superwaffe arbeiten. Kommandant, das ist Dr. Gregor Zelinski. Vermutlich das größte und bedeutendste Genie unserer Zeit. Oh nein, da war noch ein anderes, viel größeres. Doktor, bitte, was können Sie uns über diese neue Technologie sagen? Ihre Zerstörungskraft stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Sie ist einfach unbeschreiblich. Und sehen Sie, die Amerikaner... Danke, Doktor. Kommandant, dieser Technologie müssen Sie unbedingt habhaft werden, bevor der Feind Sie gegen uns einsetzt. Alles Weitere erfahren Sie von Genossen. Danke. Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Together Command & Conquer, die fünfte Mission mit dem Markus. Hi, oder Romilando, nein, wie auch immer. Jetzt würde ich mich schon fragen, warum sagst du eigentlich nie Alarmstufe 3? Der teilnehmende Anrufer ist nicht verfügbar. The person you called is not available. Kaputt machen, okay. Oh. Hi, willkommen zu... Jetzt kannst du mir erklären, warum. Was? Hey, warum sagst du nie Alarmstufe 3? Gefällt dir das Spiel nicht? Weil Internet und Zelda und Link sich nicht mögen. Ich baue mal Stinkreis. Ein paar davon. Ich weiß nicht. Dass sie auch so teuer sind. Dafür, dass sie kaum was nützen. Oh, wir können sehr gut Verteidigung bauen. Ja, die Punkte können uns aber bringen uns jetzt aber gar nichts. Doch. Hä? Ach, für bestimmte... Oh, Entschuldigung. Was war denn das heißt? Ich hätte auch so ein Dings... Wollte ich gar nicht klicken. Ja, ja. Es war echt so... Oh, nun glaub ich mir nicht. Okay, ich versuch mal. Hast du Orbitalregen gemacht? Ja. Gut, dann schick mal gleich dein Dings mit drauf. Mach einfach. Oh, ich kann Sie da drüben sehen, Genosse Kamerad. Und nun, da ich weiß, wer Sie sind, werde ich Ihnen etwas amerikanischen Lebensstil beibringen. Auf dem Bonusziel darfst du gleich da draufkloppen, ja? Ja, schick halt auch die Gegner ruhig zu mir. Ruhig, mach. Scheiß drauf. Einfach zu mir. Hab dagegen nix. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, kann ich machen. Danke, ich auch. Und dann kommen sie. Müsste reichen, ich hoffe es doch. Ich glaube, meins reicht schon. Aber wie knapp. Süß. Ich weiß, das wird nicht, das wird nicht. Ich wusste es. Das war ziemlich knapp. Was war klar? Knapp. Ja, schick doch halt deins noch drauf. Hab ich doch. Hä? BTF? Ich hätte ziemlich gleichzeitig. Wäre ziemlich OP gewesen. Ich bin OP, ja? Du nein. Warum tust du immer so, als wärst du OP? Weil ich OP bin. Bist du nicht. Geht was? Och Mann, Lucky, böse. Ist nicht wahr. Warum muss der in immer eine Aufnahme rennen? Weiß ich nicht, tut mir leid. Kann ich auch nichts dafür. Ist das Wetter, ich jetzt gerade vorhabe?
blau, 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 wieder NC. Okay, lassen wir das. Blau, blau, wieder NC. Weiß ich schon nicht, mir doch auch scheißegal. Kannst du an? Hm? Ja, ich mach den Spawnerziel am Arsch. Oh, cool. Gut gemacht. Ich hab das für kleine Flattermänner hingeschickt. Flattermänner. Los, geht kaputt. Mach kaputt. Ich werde angegriffen. Von Killer-Delfin. Ja, ich werde nicht angegriffen. Wieso wurde der Delfin jetzt nicht angegriffen? GTF? Fragezeichen? Weil Thomas Gottschalk und du Thomas heißen. Hey! Gut, jetzt kann ich auch Flattermänner bauen. Was ich auch tun werde. Wie geht's dir? Ich bin am Bauen. Das ist toll, das gefällt mir. Also noch lebe ich. Also ich versuche jetzt eine Menge Flattermänner zu machen, weil die Inseln sind gegen Flattermänner eigentlich. Ich muss sagen, sehr gering geschützt. Ich habe schon wieder kein Geld. Ich habe so viele Geldprobleme. Ich habe voll die Probleme, Alter. Ich schwöre auf Murats BMW. Hey, 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 hey. Lass Murats BMW aus dem Spiel. Und ich lass deinen aus dem Keller. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Unwitzig. Du schickst ein Tinken der Reihe hin? Ja, ja, tue ich durch. Problem damit. Ja? Wirst du? Mit dem clean ich die ganze Insel. Oder auch nicht. Doch! Mit dem stinkenden Reich. Da ich finde, ich kann eigentlich alles da kaputt machen jetzt. Die kommen auch hierher. Tja, also, bis jetzt geht's, ne? Ja. Ich baue jetzt 20.000 Flattermänner. Ich baue ein bisschen Flak. Danke. Ich hab mich so ein Vollidiot gekillt. Fällt mir gar nicht. Anfängerglück. In deinen Träumen. So, der muss dauern. Ein Punkt. Wenn du mal alles, was Ding hat, Luft hat, tötest, fände ich es toll. Ja, kann ich machen. Weil nicht so das Problem. Ich glaube, die ganze rechte Insel, da mit dem Bonus-Dings und so, da dürfte keine Luftabwehr sein. Wenn ich mich tösche. Mich töte ich ja gerade die hier. Ja, ja, ich merke schon. Vorsicht! Schon gemerkt. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen, weil der sich versteckt hat, der Arsch. Ja, mach mal tot. Hab ich vor. Ohne eines Dienerei eben meinte wegziehen zu müssen. Kommst du mal rüber zu der Bonusinsel, das war da auch ein bisschen. Ja, sorry, ich werd gerade hier penetriert. Ja, nur dass wir den Gegner ein bisschen vergewohltätigen. Können wir machen, aber dafür müsste ich mir ins Sputnik bauen. Achso, stimmt, da kann. Ja, ich baue mal ein Sputnik, dass ich da auch hin kann. Dann gehe ich hier auf die Bonusinsel. Ach, hier sind sie. Nummer 3. Was wollt? Ich gehe auf die Bonusinsel gleich hin. Und baue mich da dann noch ein bisschen aus. Mach das. Ach, hier ab auf Energie gehen. Immer auf die Energie gehen, ja. Doch, die Bonusinsel, die haben Luft. Okay, denn. Ich versuche gerade hier Energie zu flippen auf der zweiten Insel, wo man expandieren will. Finde ich gerade auch schön. Also, die Spektrumtürme müssten jetzt keine Energie mehr haben. Mhm. Haben sie, glaube ich, auch nicht. Naja, hier auf der linken Insel nicht, aber bei deiner rechten ja. Auch sehr logisch. Irgendwie, ja. Klopf, klopf.
Da wird er sogar wieder an. Ich stups. Ist sie weg? Was? Ist sie weg? Was weg? Naja, die eben angeklopft hat. Ja, mein Dad. So, ich dachte, das ist eine Schwester oder so. Also. Kannst du mir irgendwie Energie aufdecken? Noch ein Stück, noch ein kann gerade gar nichts machen, weil die Dinge haben. Noch ein Stück. No. Kommt ein kleines Stück Schaste. Gut, danke. Die Energie zerstöre ich gerade. Zumindest, ja, gut. Die Spektrumtürme müssten jetzt keine Energie mehr haben. Müssten so gut. Müssen sollte tun, weil. Genau. Ups. Was machst denn du?